Moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video von der diesjährigen Product & Sound 2017. Wir sind am Stand des größten Eyecatchers, glaube ich, auf der Messe. Und neben mir steht wieder der Lauren, ein bekanntes Gesicht auf meinem Kanal. Hi, erzähl doch mal was über die neuen Schätze von Void. Okay, dieses Jahr haben wir neu den Nexus XL. Der sitzt hier unter dem Nexus Q. Und obendrauf haben wir das Nexus 6. Ich fange natürlich mal mit der Neuheit an. 21 Zoll, Single 21 Zoll, ziemlich gewöhnlich also mal für Void. Basiert auf demselben Funktionsprinzip wie der Stasis X, Doppel 18er Hornhybrid. Und das Gute an dem Bass ist, dass es nicht, obwohl er hier in dieser Konfiguration genutzt wird, ein reiner Infra ist, sondern wirklich ein vollwertiger Subwoofer. Das heißt, wir können hier mit Trennfrequenzen von 100 Hertz und höher arbeiten, ohne das Problem zu haben, wie bei einigen anderen 21er, dass sie langsam sind, langweilig klingen, brummig. Das ist hier nicht das Problem. Es ist als Erweiterung gedacht für das Nexus-System. Wir können zum Beispiel das Top selber, wenn wir jetzt zwei Stück übereinander stapeln, können wir das Top selber komplett dran ankoppeln. Hier haben wir sozusagen die Premium-Variante, und zwar Single 21er, Vierfach 12er. Die Treiber sitzen jeweils nach oben, außen und nach unten feuernd. Der Port hat zwei Funktionen. Einmal sorgt er für die Kühlung der Treiber und ist halt eben ein Port. Das heißt, in dem Bereich, auf den er getuned ist, arbeitet das System effizienter. Während den Tests hat sich herausgestellt, dass es eine dritte Eigenschaft gibt. Und das ist eine leichte Kardioid-Funktion. Das bedeutet, wir haben weniger Bass hinter dem Subwoofer als vor dem Subwoofer. Normalerweise strahlt ein Subwoofer immer als Kugel ab in alle Richtungen. Dem kann man nicht erzählen, wo soll er hinstrahlen. Das ist hier ein bisschen anders. War nicht so geplant. Vielleicht darf ich das gar nicht erzählen, aber es hat sich gezeigt, dass es eine leichte Kardioid. Wir sprechen hier nicht von extrem hohen Werten, sondern von einem Bereich von minus 12 dB, also es ist schon gut, aber es ist jetzt nicht wie bei einem echten Cardioid-Subwoofer. Das Top ist ein Constant Curved Array, basiert auf dem ARC 6 Line Array, sind 12, 6,5 Zoll und 7,1 Zoll Treiber, kann wie hier als Groundstack betrieben werden, kann geflogen werden. Und es ist eine schöne Erweiterung der Bass, gerade wenn man in die Richtung guckt von dem Trend zur Trap-Musik, um ein bisschen aktuell zu werden. Aber auch im anderen elektronischen Bereichen werden die Bässe immer tiefer. Vor gar nicht allzu langer Zeit hieß es, du brauchst keinen Bass unter 40 Hertz. Mittlerweile sind wir da, dass wir doch auch Bässe sogar schon unter 30 Hertz brauchen. Und wenn man ein Vierer-Cluster hiervon hat, liegen wir im Bereich minus 3 dB von 26 Hertz ungefähr. Und das ist halt das, was wir brauchen, und die kriegen wir halt für die Musik, um die Emotionen, die diese Musik hervorrufen soll, können wir damit halt wirklich hervorrufen, weil wir den Tiefgang haben.